Pflanzen sind laut Stefano Mancuso intelligent. Unter Intelligenz versteht er die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Der italienische Botaniker Mancuso trifft mit seiner These auf jede Menge Skeptiker. Genaueres zu seiner These jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Klingt wirklich ungewöhnlich, intelligente Pflanzen. Stefano Mancuso ist davon fest überzeugt. Seiner Meinung nach können Pflanzen gezielt Probleme lösen, dazu lernen und sich situationsbedingt verhalten. Sogar bereits Gelerntes könnten sie wieder abrufen und erneut sich dementsprechend angepasst verhalten. Pflanzen haben aber kein Gehirn wie Tiere oder wie wir Menschen. Sie haben auch keinerlei Organe, die solche Daten verarbeiten könnten. Diese offensichtlichen Tatsachen und Fehler in dieser These locken unheimlich viele Kritiker an. Aber Mancuso hat seine These praktisch geprüft und auf die Fehler untersucht. Die Pflanze Mimose musste dafür öfters auf den Boden fallen. Bei den ersten Kollisionen mit dem Boden machten sich die Blätter der Mimose ganz klein, wie ein Igel, der sich zum Schutz zusammenrollt. Nach einigen Stürzen lernte die Pflanze, dass sie keinen Schaden nimmt und stoppte den Schutzmechanismus. Für Stefano Mancuso ist das ein aussagekräftiger Lernprozess der Pflanze. Bestärkt wurde er durch die Tatsache, dass nach einigen Monaten der Versuch wiederholt wurde und dieselbe Pflanze schon beim ersten Sturz auf den Mechanismus verzichtete. Sie lernte also seiner These nach nachhaltig dazu. Mimosen zeigen ganz eindeutig Gedächtnisleistungen, auch ohne Gehirn, so der Botaniker Stefano Mancuso. In dem erst kürzlich veröffentlichten Buch von Mancuso, Die Intelligenz der Pflanzen, beschreibt er weitere Pflanzen, die für ihn ein problemlösendes Verhalten aufweisen. Die Lima-Bohne ist für viele Milben ein willkommenes Futter. Sobald die Milben anfangen, an ihr zu fressen, sondert sie ein Sekret ab, das noch viel penetrantere Milben anlockt, die dann die anderen Milben auffressen. Der amerikanische Meersenf reagiert zum Beispiel auf seine Umgebung. Wachsen seine Verwandten neben ihm, ist er eher zurückhaltend mit seinem Wachstum und er lässt den anderen genug Raum zur Selbstentfaltung. Fremde Pflanzen schenkt er dann wiederum keinerlei Beachtung und wächst einfach drauf los. Man könnte sagen, dass sie sich rücksichtsvoll gegenüber ihren Artgenossen verhalten und asozial gegenüber Fremden. Jetzt denken wir mal ganz frei. Das würde doch heißen, dass es Rassismus unter Pflanzen gibt. Naja, zurück zu Mancuso. Kritiker halten die These von dem Botaniker für, sagen wir mal, unglaubwürdig. Der verschorbene Biologe Richard Fern zog Parallelen zwischen der These und einem Kühlschrankthermostat heran und sagte einmal, es schaltet das Kühlsystem ein, sobald eine zuvor definierte Temperatur überschritten ist. Man könnte sagen, das Thermostat trifft eine Entscheidung, aber die wenigsten würden behaupten, dass diese Entscheidung irgendwas mit einem freien Willen zu tun hat. Zitat Ende. Mancuso fordert am Ende seines Buches, dass man Pflanzenrechte einräumen sollte. Demnächst müssen wir dann wohl für unsere Pflanzen auch noch Formulare ausfüllen. Nein, Spaß beiseite. In der Schweiz gibt es tatsächlich in der Bundesverfassung festgesetzte Regelungen, die sogenannte Würde der Kreatur. Der Artikel 120 besagt, dass sowohl der Mensch als auch seine Umwelt vor Gentechnik geschützt werden müssen. Im Rechtsvollzug spielt die Würde der Kreatur bei Pflanzen faktisch keine Rolle, so die Geschäftsführerin der Eidgenössischen Ethikkommission Ariane Willemsen. Das war doch jetzt mal ein wirklich sehr ungewöhnliches Thema. Pflanzen, die vielleicht denken können. Ein weiteres sehr spezielles Thema erwartet euch im Video hier oben, die Präzisionsmedizin. Zur App und zum Blog kommt ihr hier unten. Und was glaubt ihr? Klappen die Blätter der Mimose nur nicht mehr zusammen, einfach weil es nach so vielen Stürzen nicht mehr möglich ist? Oder denkt ihr, an der These könnte etwas Wahres dran sein? Es gab übrigens auch schon mal in den 70er Jahren ein Buch, sehr interessant, Das geheime Leben der Pflanzen. Und dazu hat Stevie Wonder eine ganze Platte gemacht, ein Album, ein Doppelalbum. Also übrigens tolle Musik. Diskutiert unten in den Kommentaren, was ihr denkt. Haben Pflanzen eine Seele, ein Gehirn? Haben sie ein geheimes Leben? Es gibt ja Leute, die reden ja sogar mit Pflanzen. Also, ich bin gespannt auf die Diskussion. Bis dann. Bleibt dran.